Einen Tag vor Eröffnung des VDE-Kongresses 2014, Smart Cities, tut sich schon so einiges in Frankfurt. Das VDE YoungNet hat Berufseinsteiger und Studierende der Elektrotechnik zum E-Student Day in die Main-Metropole geladen. Jungen Leuten möchte der Verband der Elektrotechnik eine Plattform zum Netzwerken und zum Weiterentwickeln der eigenen Perspektiven geben. Wir sind heute auf dem E-Student Day. Der gehört traditionell zum VDE-Kongress dazu. Wir haben ein kleines Spiel für die Studenten organisiert, dass sie Frankfurt kennenlernen, die Stadt. Genau, und ein paar Aufgaben werden sie erledigen über den Tag. Wir suchen jetzt durch die Stadt verteilt QR-Codes, angefangen hier im Plenarsaal, und verfolgen halt diese QR-Codes durch die ganze Stadt. Wir sind hier in Frankfurt und gerade hier an der Börse und wir müssen eine Stadtrallye machen mit Bildern. Und gerade ist die Aufgabe, ein kreatives, lustiges Bild mit dem Stier zu machen. Wichtiger Bestandteil des E-Student Day ist die Karrieremesse. Hier haben Studenten und Berufseinsteiger die Möglichkeit, sich über Karrierechancen zu informieren. Ein wichtiger Termin auch für die Unternehmen, die gezielt nach talentiertem Nachwuchs suchen. Ja, es werden ja viele Ingenieure gesucht und man braucht ja auch kluge und gute Köpfe. Und ja. In der heutigen Zeit für Digitalisierung, moderne Zeitalter, wo man viel mit Mobil, Smartphones macht und Informationstechnologie, das ist halt interessant, die ganze Vernetzung ist halt riesig im Kommen und ja, das ist natürlich cool, wenn man so einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Im VDE YoungNet sind mehr als 12.000 Studierende und Young Professionals organisiert. Und das bundesweit. Wir haben Frankfurt kennengelernt, geile Stadt, ja, super organisiert hier. Der E-Student Day hat bislang schon Hammer Spaß gemacht. Mit Fachwissen und Spaß geht's auch am nächsten Tag weiter. Wissenschaftskabarettist Vince Ebert beleuchtet die Branche mal von einer ganz anderen Seite. Als ich im Studium zum ersten Mal in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen: Bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Also es wird sehr, sehr viel gelacht im Labor. Konkrete Themen wie Smart Cities oder so, das ist jetzt alles so ein bisschen so ein Begriff, der noch im Raume steht, der aber nicht ganz klar bekannt ist. Und solche Workshop-Sessions, die jetzt gleich stattfinden, geben Ihnen die Möglichkeit, mal ein bisschen Klarheit darüber zu schaffen. Bei den potenziellen zukünftigen Arbeitgebern zeichnet sich von den engagierten Nachwuchskräften ein durchweg positives Bild. Schließlich sind sie es, die die Projekte von heute, morgen auch umsetzen sollen. Studenten, die wir heute für dieses Thema begeistern können und die heute darin ihre ersten Schritte erleben, werden eventuell das dann zu Ende führen können, was wir heute versuchen starten zu können. Der VDE bietet mir ganz konkret die Möglichkeit, zum Beispiel an so einem Kongress teilzunehmen. Für Studenten ist das immer sehr schwierig, weil mit viel Kosten verbunden. Das ist jetzt einfacher. Junge Leute und Hochschulabsolventen sind natürlich sehr wichtig, um das Know-how auch weiterzutragen, was der Konzern oder was viele Konzerne aufgebaut haben, um das weiter mitzugeben und auch den Nachwuchs zu fördern und heranzubringen. Ein super Start für die Fachkräfte von morgen.